Das Börsenjahr 2012 ist Geschichte. Es war ein Jahr, in dem die Kurse deutscher Aktien deutlich stärker stiegen, als die meisten Experten erwartet haben. Das aber trotzdem kein einfaches Jahr für Börsenbetreiber war. Fragen wir nach beim Chef der Börse Stuttgart, Christoph Lammersdorf. Können Sie denn heute am letzten Handelstag des Jahres bereits sagen, wie die Umsätze sich hier an der Börse Stuttgart entwickelt haben? Ja, gerne. Das gibt da leider eine weniger gute und eine gute Nachricht. Die weniger gute ist, dass die Börsenumsätze, das heißt das, was die Anleger an den Börsen gehandelt haben, in diesem Jahr stark zurückgegangen ist. Das hat auch Stuttgart getroffen. Wir haben im abgelaufenen Jahr 2012 90 Milliarden umgesetzt. Das sind etwa 18% weniger als im Vorjahr. Die gute Nachricht ist, dass die Börse Stuttgart sich sehr gut geschlagen hat. Wir sind weiterhin der größte und wichtigste Handelsplatz für die Privatanleger. Bei uns gehen 2/3 des Zertifikateumsatzes, 70% der Anleihen, auch 20% des Aktienumsatzes über unser Paket, und damit sind wir sehr zufrieden. Aber halten wir fest, die Kurse sind gestiegen, die Umsätze an den Börsen sind gesunken. Wie erklären Sie sich das? Ja, das ist ein bisschen überraschend und auch etwas traurig. Also mir scheint, dass die privaten Anleger hier sich beeindrucken haben lassen und das Vertrauen verloren haben. Es scheint zu befürchten, dass man wieder mal den richtigen Einstiegszeitpunkt verpasst. Denn tatsächlich, wir haben eine gute wirtschaftliche Situation, die Kurse steigen und viele Privatanleger sind im Moment nicht dabei. Es gibt einfach zu viele schlechte Nachrichten. Es gibt einfach zu viel Pessimismus in der Welt. Aber wir lassen uns davon nicht anstecken. Wir kommen auch mit neuen Produkten. Wir haben Euwax Gold dieses Jahr gebracht, also ein neues Produkt für die privaten Anleger. Wir werden die Handelszeit verlängern. Wir stellen uns also darauf ein, dass der Privatanleger weiter handeln wird. Stichwort Handelszeitverlängerung. Ab 1. März sollen Aktien und beispielsweise ETFs bis 22 Uhr gehandelt werden. Was versprechen Sie sich davon? Na, die Privatanleger sind ja heute doch im Wesentlichen Selbstentscheider. Das heißt, sie müssen sich bemühen, die Informationen einzusammeln, die sie brauchen, um ihre Entscheidung zu treffen. Das geht natürlich oft während der Arbeitszeit nicht, sondern man muss sich dahersetzen vor das Internet und Recherche machen. Das machen viele Leute gerne abends. Auch viele Leute schauen noch auf die amerikanischen Märkte, und das ist ein guter Service und eigentlich von der Börse Stuttgart zu erwarten, dass wir dem entgegenkommen und auch bis 22 Uhr öffnen. Ein großes Thema unter Privatanlegern im abgelaufenen Jahr war die Angst vor Inflation. Teilweise wird sogar von drohender Hyperinflation gesprochen. Teilen Sie diese Ängste? Nein, teile ich überhaupt nicht. Ich denke, und das ist meiner naturwissenschaftlichen Vergangenheit vielleicht auch anzulasten, ich halte mich ganz gern an die Fakten. Und die Fakten sind einfach, wir haben eine sinkende Inflation gesehen im letzten Jahr. Im November waren es nur noch 1,9%. Und man muss einfach mal sehen, die Staaten alleine und die EZBs machen keine Inflation. Inflation entsteht aus Preissteigerung. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, wo sollen denn steigende Preise eigentlich herkommen? Also ich würde sagen, in der näheren Zukunft muss man keine Angst haben. Trotzdem bleibt es eine schwierige Marktsituation. Analysten sagen, das war keine Börse der Euphorie in 2012. Es war eher eine Börse der Angst, eine Börse der Krise. Wie geht die Börse Stuttgart mit dieser Situation um? Naja, wir haben zwei große Aufgaben hier zu erledigen. Einerseits sind wir eine Börse mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag, und da ist uns natürlich daran gelegen, mitzuhelfen, das Vertrauen der Privatanleger in die Finanzmärkte wiederherzustellen. Und das Zweite ist, wir sind natürlich auch betriebswirtschaftlich orientiert, und da müssen wir sehen, dass wir uns neue Erlösquellen erschließen. Beim Ersten sind wir gut unterwegs, sind wir auch gut bekannt mit unseren vielen Bildungsangeboten und vor allen Dingen mit der Kundenhotline, die hier aus dem Hause betrieben wird. Und zum Zweiten haben wir unser Geschäftsgebiet ausgedehnt. Wir sind in Skandinavien sehr erfolgreich unterwegs. Nach Schweden, was wir schon lange beackern, haben wir jetzt auch Finnland und Norwegen unter die Hake genommen. Und das läuft recht gut. Da haben wir mehr Orders als in den Vorjahren. Also ein Wachstumsmarkt erstaunlicherweise. Also konkret, 2012 ist Geschichte, 2013 steht vor der Tür. Was erwarten Sie von dem neuen Jahr? Ja, zunächst mal erwarte ich natürlich, dass es so weitergeht, wie es im Moment gegangen ist. Denn am 2. Januar aufwachen und was völlig anderes tun, das ist nicht die Natur der Menschen. Ich glaube aber, dass die Situation sich stabilisieren wird. Ich finde, die Politiker haben einen recht guten Job gemacht, das Vertrauen eigentlich wiederherzustellen. Die Mechanismen sind da. Ich glaube auch, dass die Fakten, die betriebswirtschaftlichen Fakten der Unternehmen besser sind als die Stimmung. Und wir daher sehen werden, dass es auch im Laufe des Jahres, ich schätze so gegen Ende des Frühjahrs, dann auch wieder besser wird. Ein zuversichtlicher Ausblick also von Christoph Lammersdorf, dem Chef der Börse Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.